Und das finde ich das Cringeste überhaupt und das Unprofessionellste, was diese Managerin gesagt hat, weil sie haut Gina damit irgendwie in die Pfanne und redet auch nicht gut. Also das macht kein Management so, kein gutes meiner Meinung nach. Sie sagt: Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Wie in meiner letzten Reaction thematisiert, also kurz angeschnitten, habe ich zum Thema Calvin und Gina, beziehungsweise eher Gina, was mitbekommen. Ich hatte das auch kurz, also es hat nicht jeder mitbekommen, aber bei Blitzlich gibt es zum Beispiel Malisa und Tubo nicht. Denn es war so, dass Gina auf ihrem Instagram-Kanal es gesagt hat, aufgrund eines Q&As, wenn ich das nicht falsch verstehe, weil, also sie hat Fragen bekommen, warum sie immer so emotional reagiert, so viel Drama, heult und also völlig außer Kontrolle geraten ist. Und Gina hat dann gesagt, dass sie Borderline hat. So, also sie hat das offen gesagt. Und das Management von ihr hat das irgendwie wieder dementiert. Und Promis und mir hat einen Artikel dazu geschrieben und was genau die geschrieben haben und was das Thema war, das lese ich euch jetzt mal vor und dazu sage ich dann was. Drama mit Calvin Klein, Ginas Erklärung aus Verzweiflung. Calvin Klein redet bei Are You The One Reality Stars, Aito, endlich Klartext mit Gina Alicia. Was dann passiert, hat viele überrascht, denn es gab tatsächlich ein Drama mit Tränen und Vorwürfen. Das war doch auch gerade erst bei Ex on the Beach passiert. Richtig. Was ist denn bloß mit Gina los? Jetzt versuchte Gina auf Instagram die Hintergründe für ihr Verhalten zu erklären und beging dabei einen Fehler. Ob das ein Fehler ist, weiß ich nicht. Dazu kommen wir aber gleich. Was für viele Zuschauer überraschend war, Gina hatte sich doch mit Anna Iffländer um Michael Schüler gestritten. Sie habe mit Micha schon vor den Dreharbeiten geschrieben. Anna habe gewusst, dass sie Interesse an Micha habe, so Gina. Aber Gina hatte auch deutliches Interesse an Calvin gezeigt. Das Thema hatte ich ja auch schon, ne? Dass für mich Gina sehr bedürftig wirkt und es jeder x-beliebige sein könnte. Hauptsache, ihr gibt ihr das, was in ihr fehlt. Das Loch, was gefüllt werden muss, gestopft werden muss. Liebe, Zuneigung, Selbstliebe etc. Ja? Es wurde ganz schnell geknutscht und nachts im Bett hatte Gina schon überall angefasst, wie sie hinterher berichtete. Und so hatte Gina von Calvin auch verlangt, dass er keine Faxen mit den anderen Frauen machen sollte, obwohl die Sendung doch gerade erst gestartet war. Übrigens hatte Calvin in den ersten zwei Doppelfolgen sich bei anderen Kandidaten und im Sprechzimmer über Gina beschwert. Sie selbst aber hatte er völlig im Unklaren gelassen. Eine Unart, die Calvin eigentlich ändern wollte, so hatte er es bei das große Promi-Büßen jedenfalls verkündet. Und das habe ich bei meiner letzten Reaction ja auch gesagt, dass ich es nicht in Ordnung finde und moralisch falsch, wenn man die Frau in dem Falle im Unklaren lässt und nicht klar sagt, was man denkt, was man möchte. Ja, finde ich auch nicht gut. Und vor allen Dingen beim Promi-Büßen wurde er schon darauf hingewiesen. Warum macht er das dann schon wieder? Fand ich auch schade und schade, muss ich ehrlich sagen. Ne? Doch nun holte Calvin das Versäumnis nach und schüttete Gina rein Wein ein. Das endete dramatisch. Ja. Drama mit Calvin Klein. Gina Alicia spricht von Borderline-Störung. Wieso reagierst du so überempfindlich? Warum weinst du so viel? Warum tust du so, als wäre jemand gestorben? Diese Fragen hätten sie in großer Zahl erreicht, so Gina. Und deshalb wolle sie nun ihr Verhalten erklären. Also kein Q&A, sondern einfach die Nachrichten wahrscheinlich. Und dabei trat sie direkt in das nächste Fettnäpfchen. Weiß nicht, ob das Fettnäpfchen, das man so sagen kann, ne? Ich zitiere Gina, das ist einfach eine emotionale Überempfindlichkeit, die sich Borderline nennt. Das ist eine Persönlichkeitsstörung, die sich nicht immer gleich ausprägt. Mal mehr, mal weniger. Es sind viele Menschen, die das haben. Ich muss dazu sagen, es muss ja auch nicht unbedingt Borderline sein. Du kannst auch einfach nur emotional instabil sein. Warum direkt Borderliner? Ja, also ich bin genauso ein Mensch wie jeder andere auch. Allerdings empfinde ich Ereignisse, positive sowie negative, emotionaler als du vielleicht. Und das meine ich. Die emotional instabile Persönlichkeitsstörung vielleicht. Ne? Ich mache natürlich keine Diagnosen, würde ich nie tun, Ferndiagnosen, nur meine Meinung, was es vielleicht sein könnte, weil ich auch nicht denke, dass es vielleicht Borderline ist. Aber wir kennen sie alle privat nicht und das muss ein Facharzt tun. In dem Falle ein Psychologe oder ein Neurologe oder sowas. Ne?
Sie sei auch nicht immer und überall so emotional. Es komme auf die Situation an. Ja, auf die Situation, wenn man ihr innerstes Kind triggert. Triggerpunkte, die noch nicht austherapiert sind. Update Borderline-Erklärung aus Verzweiflung. Zu Ginas Erklärung mit der Borderline-Störung erklärt ihre Managerin Patricia Lesnar-Kraus gegenüber Promis und mehr. Und das finde ich das Cringeste überhaupt und das Unprofessionellste, was diese Managerin gesagt hat. Weil sie haut Gina damit irgendwie in die Pfanne und redet auch nicht gut. Also das macht kein Management so, kein Gutes meiner Meinung nach. Sie sagt, Zitat, Gina Lisa hat selbstverständlich kein Borderline-Syndrom. Sie weiß eigentlich gar nicht, was das konkret ist. Aber Gina stand zunächst bei Aito extrem unter Strom, wie es bei 20 Personen in einer Villa, die alle unter einem gewissen Leistungsdruck stehen, eben nun mal passiert. Ja, der eine triggert bei dem das, der andere bei dem das. Und dann kommen Dinge zum Vorschein, die noch nicht austherapiert sind. Ne? Ihre Reaktion auf Ablehnung und Leistungsdruck waren da einfach extrem. Da hat sie in vielen Hasskommentaren über Insta nach Ausstrahlung deutlich zu spüren bekommen, also das. Folglich lagen dann die Nerven blank. Sie hat versucht, den Followern und Hatern ihre Reaktion bei Aito zu erklären, hat aber nicht die richtigen Worte dafür gefunden. Ich erkläre euch gleich, was eigentlich eine Managerin hätte sagen müssen können, ja, als Alternative. In ihrer Verzweiflung hat sie Google bemüht und ist dabei auf das Borderline-Syndrom gestoßen. In einigen Punkten passte die Borderline-Erklärung in ihrer Ansicht nach auf ihre emotionalen Reaktionen. Also hat sie kurzerhand diese Krankheit als Erklärung benutzt, ohne dabei auch nur im Ansatz zu wissen, wie tiefgreifend eine solche Erkrankung für die Betroffene und ihr Umfeld sein kann. Gina war noch nie in psychologischer Behandlung und hat folglich auch keine solche Diagnose eines Facharztes. Gina ist einfach gesund und hat einfach nur einen dummen Fehler gemacht mit ihrem Erklärungsversuch. Patricia Lesnar-Kraus, also da muss ich ja, also Butter bei der Fische, dachte ich so, liebe Patricia Lesnar-Kraus, also jetzt Butter bei der Fische, das ist kacke, dieses Statement. Das ist kacke, es würdigt die Klientin herab, es ist scheiße, es ist nichts, was Ginas Lisa-Situation retten kann. Und dafür ist ein Management da, neue Jobs zu holen, Dinge auszubügeln, Situationen zu verbessern, Image zu korrigieren, Image herzustellen. Und da fand ich das so weird. Und da kommen wir zu, was hätte sie sagen können? Sie hätte sagen können, um das auszubügeln, hätte sie sagen können, Gina ist auf der Suche nach sich selbst. Sie hat dabei gegoogelt Borderline, hat aber noch keine Diagnose vom Facharzt. Das war eine Kurzschlussreaktion, das er schon mal sozusagen. Ja? Das war's. Also mehr braucht man gar nicht dazu zu sagen, das so negativ zu zitieren, dass sie Google bemüht ist und auf das Syndrom gestoßen ist und dass sie diese Krankheit kurzerhand benutzt und sie würde ja gar nicht wissen, wie tiefgreifend eine solche Erkrankung für die Betroffene und ihr Umfeld sein kann. Also, ja, okay. Also wenn ich das meiner Managerin gewesen hätte, hätte ich gesagt, ja, es tut mir leid, dass ich jetzt auch noch es schuld bin, dass ich die Borderline haben, damit so. Also finde ich nicht richtig, finde ich falsch. Das Management hat wirklich falsch reagiert. Man könnte einfühlsamer reagieren. Man kann sagen, ja, es war eine Extremsituation. Gina Lisa ist auf der Suche, was es sein kann. Und wir werden sie dahingehend unterstützen, aber wir vermuten, dass das einfach nur auf Aito und den ganzen Leistungsdruck zu Schulden kommt. Ne? So, aber dass man sagt, weil man sieht ja, dass mit Gina was nicht in Ordnung ist, das sieht jeder Blinde mit dem Krückstock, das hat doch nichts mit Leistungsdruck zu tun und wenn, dann sollte sie eine Auszeit nehmen, Pause machen von Social Media und von Trash TV, das müsste ein Management dann auch bitte in Angriff nehmen, der Klientin zu sagen, ja, es geht dir ja nicht gut, also ne, das ist ja belegt, dass es dir nicht gut geht, du weinst, du rastest aus, etc. Dass man sie unterstützt bei therapeutischer Hilfe, beim Suchen, ja, aber und dann auch mal beim Pause machen, aber zu sagen, dass sie gesund ist und dass das ein Tritt für alle anderen ins Gesicht ist, die Borderline haben und dass es einfach nur ein dummer Fehler war, in diesen Erklärungsversuch zu machen, super schlecht. Ich finde das super schlecht einfach, ja, also das muss man besser schreiben und zitieren, muss ich dazu sagen. Es geht aber noch weiter.
Gina, Doppelpunkt, ich wollte, dass Calvin Klein mich versteht und Gina kann ihr Verhalten vor der Kamera auch ohne Borderline gut erklären. Es war an dem Abend in der Villa einfach so, dass ich generell mit dem Gedanken zu kämpfen hatte, wie geht es jetzt mit Calvin und mir, wie geht es weiter? Ich habe mich vielleicht so sehr an ihn geklammert, weil ich wollte, dass er mich versteht, dass er meine Emotionen versteht. Ich habe aber das Gegenteil damit hervorgerufen. Was ich da genau zu sage, habe ich in der Reaction erklärt. So sind wir das durchgegangen, wie ich das finde, auch verhaltenstechnisch. Die Reaktion blende ich euch nochmal ein, findet ihr aber auch in der Playlist unter Are You The One 2022. Sie sagt noch, und dann kommt noch das Thema Micha hinzu, ich wollte an der Bar von Micha die Bestätigung haben, die ich von Calvin nicht bekommen habe. Und das ist, was ich auch in meiner Reaction sage, ihr ist es egal, wer ihr die Bestätigung gibt. Hauptsache, sie bekommt die Bestätigung von irgendjemandem, die Zuneigung und die Liebe, die sie innerlich nicht füllt oder selber hat. Das habe ich in meiner Reaction gesagt. Das ist krass, ja. Ich wollte einfach nur von Micha hören, ja, ich möchte mit dir rummachen, weil du eine Granate bist oder sonst irgendwas. Wir brauchen alle Bestätigung. Nein, brauchen wir nicht. Ja, also brauchen wir nicht. Wir brauchen, sie denkt es, weil sie das so fühlt, aber es ist nicht so, Gina. Klar hören wir gerne mal, dass wir gut aussehen, dass wir geil aussehen und begehrt werden. Aber wenn man gesund ist und ausgeglichen ist, braucht man es nicht. Auch wenn wir es gerne hören, aber wir brauchen es nicht. Wir lechzen nicht danach. Wir betteln nicht nach Aufmerksamkeit, Zuneigung oder Bestätigung. Ja? Und dann ist halt so mein Tipp, einfach auf der Suche gehen, mit therapeutischer Hilfe oder auch ohne, mit Büchern etc., warum das bei einem so ist, wenn man so sehr die Bestätigung braucht, dass es egal ist, mit wem ich rummache. Hauptsache, ich mache mit jemandem rum. Ja, der Calvin will mich jetzt gerade nicht. Geh um die Ecke. Ey, Micha, Bock rumzumachen? Ich brauch Bestätigung. Mein inneres Kind, ja, braucht Therapie. Ja, Freunde, also schon heftig. Sie sei durch Micha vor der ganzen Gruppe vorgeführt worden und habe aus einer Schutzreaktion alles abgestritten. Das sei eine Kurzschlussreaktion gewesen. Jeder Mensch mache Fehler. So, Gina, das glaube ich ihr wiederum, Freunde, oder? Das glaubt ihr bestimmt auch. Ja, das war dieser Pressebericht. Dazu wollte ich halt das alles sagen, weil es wichtig ist. Und ja, ich hoffe einfach, dass sie wirklich ein Management hat, das sie jetzt unterstützt und begleitet. Wir haben alle gesehen, dass da vielleicht was nicht in Ordnung ist. Und Gina ist ein guter Mensch. Nicht so wie vielleicht ein, zwei andere. Ne? Wir wissen, ne? Wie wir meinen. Und deswegen gönne ich ihr vom Herzen Heilung und dass sie wieder zu sich selber findet und wieder ihre Mitte findet. Sie ist so eine coole Granate, ich gebe ihr die Bestätigung gerne, und sie muss das nicht von irgendwelchen Männern einfordern. Sie braucht es nur für sich selber und ich wünsche ihr wirklich, dass sie sich findet wieder. Was heißt wieder? Oder richtig findet und heilt. Ja, sie ist ein toller Mensch und sie hat Liebe verdient. In erster Linie aber muss sie lernen, sich selbst zu lieben. Und deswegen wünsche ich ihr als erstes Liebe für sich selbst. Und das ist das Wichtigste, was wir alle für uns selbst aus erster Linie an Priorität setzen sollten, bevor wir irgendjemanden holen. Ja. Das war's ja schon für heute, Freunde. Ich wollte da nur etwas Kurzes zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert doch unseren Kanal. Das wird uns sehr freuen. Das motiviert uns, das wisst ihr. Das gibt uns die Kraft dazu. Ist ja auch kostenlos, aber einfach ein Abo dazu lassen, einfach um uns ein gutes Gefühl zu geben. Wir brauchen da die Bestätigung. Ja, ansonsten hoffe ich, geht's euch gut. Bleibt gesund weiterhin und dann bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.